Ja, moin, willkommen zurück zu Black Geister, Couriers of Darkness. Wir haben letztes Mal vergeblich Diplomat gespielt, haben alle irgendwie sauer gemacht, weil ich nicht wusste, dass es ein offizielles Dokument mit den Forderungen gibt. Habe ich mir irgendwas ausgedacht? Irgendwie war das ein bisschen komisch, naja, egal. Und jetzt ja? Haben wir schon mit Rolf Frazee gesprochen. Und jetzt reden wir weiter mit dem Jungen. Okay. Unser Gespräch, ja, wir können es fortsetzen. Warum sollte das alles als neues Oberhaupt des Hauses Aspen ein Problem für mich sein? The King sent you here as an insult. Lord Aspen ist tot. Sein Haus wurde abgerissen und seine Besitztümer wurden an die Krone vermacht. Sein leiblicher Sohn verleugnete seinen Familiennamen und ist nun, wie wir alle hier in Darren Guld, ein Verräter. Daher schickte der König als neuen Kopf des Totenhauses Aspens Bastard unter Aspens Banner. Der König will uns damit zeigen, dass er allein über das Schicksal des Adels in seinen Ländern entscheidet. Unser Schicksal liegt in seiner Hand. Und euer Friedensdokument? Es gibt keine wirklichen Bedingungen für eine Kapitulation. Der König wird nur dann Frieden erlauben, wenn alle hier Versammelten vor dem Henkersbeil knien. Okay. Nun, soweit ich das beurteilen kann, haben dies zumindest einige von euch verdient, einer ganz besonders. Ich nehme an, dass er auf die eine oder andere Weise abgerechnet werden wird, aber das Friedensangebot des Königs wird keineswegs zu einer diplomatischen Lösung führen. Soll also mit dem Schreiben geschehen. Die anderen Adligen und ich werden Zeit brauchen, um unsere Antwort zu besprechen. Die Stimmung scheint im Moment, nun ja, eher feindselig zu sein. Ich bin geneigt, die Kommunikationswege offen zu halten, trotz der Beleidigung durch den König. Aber es gibt andere, dringende Angelegenheiten, um die ich mich ebenfalls kümmern muss und die von größerer Bedeutung sind. Habt keine Angst, solange ich lebe, wird euer Kopf nicht auf einer Vogelscheuche hocken. Bevor wir jedoch eure Mission weiter besprechen, ich habe das Gefühl, dass ihr Fragen habt. Was ist hier los mit den Leichen? Ich leite unsere Streitkräfte in ganz Isilmeral. Der Kriegsrat trifft gemeinsam Entscheidungen über wichtige taktische und diplomatische Fragen. Oh, ich habe den falschen Dings geklickt. Falsche Frage geklickt. Aber ich kümmere mich um das tägliche Vorgehen unserer Armeen. Versuche auch, so gut ich kann, mich um die Stadt und ihr Umfeld zu kümmern. Aber in letzter Zeit wird dies zugegebenermaßen immer schwieriger. Ja, was mit den Leichen? Ja, auf dem Weg in die Stadt wird euch aufgefallen sein, dass nur sehr wenige Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Zumindest keine Lebenden. Ihr werdet auch die Markierungen an den Gebäuden bemerkt haben, die die Häuser kennzeichnen, in denen die Seuche Wurzeln geschlagen hat. Niemand darf diese Häuser betreten und niemand darf sie verlassen. Vor einem Monat erkrankten die Bürger von Darren Guld und unsere hier stationierten Soldaten an einer schrecklichen Krankheit. Eine schreckliche schwindende Krankheit, die mit Husten beginnt und bis hin zu Fieber und Tod führt. Heiler, Priester und Zauberer gleichermaßen suchten ohne Erfolg nach einem Heilmittel. Sie breitete sich zunächst langsam aus, wurde aber schnell zu einer Woge des Todes, die unsere Bürger dezimierte. Wir hatten Pläne für einen Zermürbungskrieg, aber ich fürchte, das ist keine Option mehr. Der Friedhof läuft über und wurde vergrößert, doch wir haben nun den Punkt erreicht, an dem wir die Leichen einfach in Gruben entsorgen. Wir haben kaum noch genug Arbeitskräfte, um die Leichen von den Straßen zu holen. Ich fürchte, wenn wir nicht bald eine Behandlungsmethode finden, wird dies die letzten Atemzüge von Darren Guld bedeuten. Wie ist der Stand des Krieges? Ich fürchte, es läuft nicht gut. Unsere Truppen sind im ganzen Land überfordert. Vor kurzem gab es eine Art Sabotage in den Eisenminen, die Produktion von Waffen und Handelsgütern zum Stillstand gebracht hat. Der Krieg hat sich zu lange hingezogen, ohne dass entscheidende Siege errungen wurden, und das schadet der Moral. Unsere Ressourcen sind sowohl Arbeitskräfte als auch Rationen gehen zur Neige, und die Lage wird sich nicht bessern, wenn sich nicht etwas ändert. Schlimmer noch, die Menschen verschwinden nachts aus ihren Häusern, sodass sogar die Bürger von Darren Guld, die nicht an diesem Krieg teilnehmen wollen, verängstigt in ihren eigenen Häusern sitzen. Verschwinden von Personen? Ja, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, hat jemand oder etwas nachts Menschen aus ihren Häusern entführt. Okay. Ich glaube, ich habe genug gehört. Was muss getan werden, bevor ihr versuchen könnt, den Kriegsrat davon zu überzeugen, diplomatisch fortzufahren? Wir müssen dieser Seuche Einhalt gebieten und herausfinden, wer oder was für das Verschwinden verantwortlich ist. Wir können diesen Krieg nicht fortsetzen, wenn unsere Stadt am Rande des Kollapses steht. Ich habe weder die Mittel noch die Arbeitskräfte, um mich zu all diesen Problemen gleichzeitig zu versuchen. Deshalb muss ich euch fragen, werdet ihr mir helfen? Na gut, was müssen wir tun? I am still debating what might be done about the plague.
But in the meantime, I have a lead on the disappearances that I would like you to investigate. The two may well be connected as well. Okay. In the local inn, the Curious Cat, a friend of mine is waiting for you. Go speak to them, please. Report back to me when the task is done, and we will speak further. Okay. It's nice to be needed. Wir sollen untersuchen, warum Leute verschwinden. Wo geht's denn hier raus? Geheimdienstarchiv. Okay. Ja. Darren Gould ist am Arsch. Gut Deutsch gesagt, ne? Ja. Doof. Doof, doof, doof. Wir helfen denen anscheinend. Übungsplatz. I'll do it. Gefängnis, Speisesaal, Soldatenunterkünfte. Okay. Wir sollen in eine Taverne gehen und mit jemand, einer Freundin von ihm reden. Das machen wir doch. Definitiv. Komm schon. Ladezeiten. Wo ist die Taverne? Im Süden. Ah ja, wir müssen noch weiter nach Süden. Okay. Alles klar. Darren Gould Süd. Hin. Ah, das ist wahrscheinlich die Taverne. Hieß ja auch irgendwas mit Katze. Hat doch bestimmt alles mit diesem Gierfluch zu tun. Ja. Na, komm. Mein Gott. Boah. Ist die da ganz unten auch noch? I'll do it. Ah, hier ist die Mine anscheinend hier, irgendwie. Jupp. Ha. Aha. Fräses Freundin. Espen. Moin. Hello, Lady Espen. We've been waiting for you. Das ist eine Frau? Okay. Ihr habt mich erwartet. Warum? Einfach ausgedrückt brauchen wir Hilfe von einem Außenstehenden. In letzter Zeit ist niemand mehr nach Darren Gould gekommen und uns geht auch kaum jemand. Aber darüber wolltet ihr euch sicherlich nicht unterhalten. Ihr seid gekommen, um über die Vermissten zu sprechen, nicht wahr? Ja. Yep. Habt ihr einen Namen? Namen sind vergängliche Dinge. Und allzu oft verlieren sie ihre Bedeutung. Seht ihr die beiden Männer am Tresen? Der eine heißt Gabriel. Wisst ihr, wie der andere heißt? Gabriel? Richtig clever.
Beide Männer heißen Gabriel. Wenn Lord Frelsi euch hierher geschickt hätte, um einen Mann namens Gabriel zu treffen, was hättet ihr dann getan? Sie mit ihrem Nachnamen angesprochen, woher würdet ihr wissen, welchen Gabriel ihr treffen solltet? Ihr könntet ihren Nachnamen verwenden. Ja, okay, bla bla bla. Lord Frelsi hat seltsame Freunde. Manche ja, aber lasst uns doch von noch seltsameren Dingen sprechen. Perhaps you have heard that the mines have ceased to function? One mine has been left empty much longer than the rest. Forbidden, forgotten. It lay vacant and vagrant. Or it did, until now. A songbird flew from the rubble days past and warbled a warning. Something stirs in the tunnels. Something there, where nothing should be. Okay. Go now. Follow the song. Find what wakes in the mines. Then return to me. Okay, das hätte jetzt Lord Frelsi nicht sagen können, oder was? Das ist der Friedhof. Na gut, dann... I'll do it. Zu den Minen. Wird. Sehr weird. Ich bin gespannt, was da unten lauert. Ob die... Vielleicht ist da eine Quelle von dieser Gier oder so? Und das ging halt von da aus und hat sich halt, ne, über Darren Gould dann ausgebreitet. Hat da noch niemand grüne Augen? Gucken wir doch mal, was das hier ist. Was haben wir hier? Ein Räuber. Zwei Räuber. Bäm! Junge. Bäm! Schaden. Gold, Gold. Und das andere brauchen wir nicht. Mehr, das, hier waren nur zwei Räuber. Toll. Fuchs, noch ein Fuchs. Minenarbeiter, Minenvorarbeiter. Can I help you? Can I help you? Frieden, was führt euch auf diese einsamen Straßen? Wie ein Bergmann seht ihr nicht aus. Was könnt ihr mir über die verlassenen Minen unter uns erzählen? Es gibt nicht viel, was ich euch dazu sagen kann. Es gibt einen guten Grund, warum sie verlassen sind. In diesen Schächten gab es bereits vor vielen Jahren kein Erz mehr. Sie sind jedoch perfekt für Gruselgeschichten für Kinder und leichtgläubige Erwachsene. Jedes Mal, wenn etwas Seltsames oder Düsteres passiert, steht es irgendwie mit den Schächten in Verbindung. Ich nehme an, bei euren Vermissten ist es nicht anders. Diese unruhigen Zeiten lassen solche Geschichten erst entstehen. Macht ihr hier? Ja, wir packen unsere Ausrüstung und schlagen den Weg zurück nach Hause ein. Es hat keinen Zweck, hier zu bleiben. Alle lohnenden Schächte sind kürzlich eingestürzt. Alle. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, dass dies kein Zufall sein kann. Wir alle wissen, wie weit diese lästigen Hände Isilbrights reichen, wenn sie es wollen. Als ob die Seuche nicht schon genug wäre. Okay. Was werdet ihr nun tun? Verhungern, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Wir haben unser ganzes Leben lang Bergbau betrieben. Es gibt nicht viele andere Dinge, die wir tun können. Wenn wir verzweifelt genug sind, könnten wir unser Glück im verlassenen Abschnitt versuchen. Vermutlich ist es allerdings aussichtslos. Okay. Goodbye. On my way. Oh. Ah, fuck. Das ist ein Eingang schon. Nee. War nur noch was anderes. Hahaha. Und komm schon. I'll do it. Okay, es ist nicht sehr groß hier.
Nichts. Auch nichts. Hier ist aber was. Untoter Geizhals. Fuck. Ha! Früher war ich ein armer Junge, der sein Leben in den Schächten unter der Erde vergeudete. Und jetzt seht euch das an. Seht doch, mein Schatz! Ja, ja, ich bin mir sicher, dass ihr davon bereits wusstet. Aber niemand, niemand nimmt meinen Schatz. Es war so klar. Hm, on my way. I'm listening. Weißt du was? Ich nehme euren Schatz. Dein... Einschlag. Miederhammer. I go. Also fallen, okay. Nicht überall. Okay. Dann hau mal hier auf, bitte. Bam. Ah. Und du. Ah. Gut. Marco, er hat Anführer. Hey, warte mal. Mit ihm. Ja. Mach ich erstmal nur alles auf. Katzenaugenring. Plus 15% zu Zielen und Genauigkeit. What do you need? Yes. State your will. Yes. It's nice to be needed. Braucht. Whatever you say. Also, well. Du machst auf. Um. 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 Offen. Und das war's. Okay. Why not? Komm, guck mal nach. Hm? Miederhammer brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Rezept für Pulver. Was? Pulver der Dunkelheit. Ach. Verhüllt die Sicht eurer Feinde in Dunkelheit. Okay. Was ist das? Verzierte Barbuta. Right? Unser Tank. Besser? Oh ja. Dann kriegst du das? Ja? Go ahead. Und du kriegst das nicht, weil du es nicht anziehen kannst. Okay. Alles klar. Ja gut, war doch ganz gut, dass wir hier hingekommen sind. Nice. Papa. Papa, papa. Ja, komm. Okay. I'll do it. War anscheinend so ein kleiner Nebenschacht. Plünderer, hey. Ich hatte nichts damit zu tun. Was für eine schlechte Lüge. Here we go again. Eia. Junge. Er wurde komplett zermatscht, ey. Damn. Okay, hier ist der richtige Minenschacht. Anscheinend. Ja, da werden wir in der nächsten Folge runtergehen und schauen, was da so ist und wahrscheinlich einigen Leuten aufs Maul hauen. Oh ja. Bin gespannt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.